Wir sind hier auf der Alp Wittelaune. Wir sind im Sommer von ca. Mitte Mai bis Ende September mit der ganzen Familie hier auf der Alp. Das heisst Theo und ich und die vier Kinder. Die Kinder gehen von hier direkt in die Schule. Also ich muss sie am Morgen ins Talappen führen und am Nachmittag kommen sie wieder heim. Also das ist eine Alphütte, die schon sehr alt ist. Wir wissen eigentlich nicht einmal selber genau, wie alt sie ist. Und sie ist in den letzten Jahren länger baufälliger geworden. Es ist kalt in dieser Küche. Man sieht, der Boden ist ein Steinboden. Und ich habe meistens ein Jäckchen zum Kochen. Ist halt gar nicht isoliert, die Hütte. Wenn es ein schöner Sommer ist, dann macht das nicht. Aber wenn es kalt ist, dann sind wir froh, wenn wir Jacke haben und müssen wir halt ein bisschen zusammenschleifen. Gerade auch der Stall ist relativ alt. Man merkt es, wenn man am Misten ist, ist der Boden schlecht und es ist feister drin, niedrig. Also wir haben geplant Neubau. Wir haben im letzten November angefangen mit Holzen. Wir haben 400 Kubik Holz geschlagen im eigenen Wald. Und sobald wir das Okay vom Kanton bekommen, werden wir mit dem Bau starten. Ich bin jetzt doch 47 Jahre in dieser Hütte. Ich bin aufgewachsen mit dieser Alphütte. Und ich denke, wenn wir mit dem Abbruch, also wenn wir mit dem Abreissen werden anfangen, dann kann wahrscheinlich ein bisschen Augenwasser ganz am Anfang, ganz sicher. Alles schaffen wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr aufzustellen. Wir hoffen, dass wir die Scheune noch aufstellen können, dass wir im Frühling einen Stall haben für das Vieh. Und das Haus werden wir im nächsten Frühling realisieren. Also in der neuen Hütte freue ich mich vor allem auf den Wohnbereich, dass wir es warm haben, dass es hell wird sein und dass wir genug Zimmer haben für alle Kinder. Und dann vor allem die Arbeitserleichterung im Stall, das wird man sicher merken, weil wir werden da nicht jünger und das Misten ist schon relativ streng. Auf das freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir es dann vielleicht nicht mehr ganz so streng haben. Dann haben wir einfach mehr Zeit, für anders zu machen. Damit die Familie Hemenegger ihren Traum wahr machen kann, ist sie auf Unterstützung angewiesen. Helfen Sie mit und spenden Sie jetzt für die Alp Wittelaue.